Herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute habe ich einen Special Gast, Ronny Janke, mehrfacher deutscher Meister und Weltmeister 2017. Ich werde ein richtig gutes Rückentraining mit ihm ballern und dranbleiben. So, jetzt brauchen wir noch Schlüsseln. Die gute Seele des Hauses, die Jenny, gibt die uns jetzt da und... Grüß dich, Standschlüssel Nummer 18. Dankeschön. Ja. So, ich freue mich. Du auch. Der Chef des Hauses. Genau. Ja, das ist der Studiobesitzer und ein absolut guter Bodybuilder. Vielleicht mal selbst kurz ein paar Worte dazu sagen, sich kurz vorstellen. Ja, also wir sind hier in dem Sportstudio Lichtenberg. Die Studie existiert seit 26 Jahren. War früher wirklich eine Hochburg auch von sehr vielen Athleten Anfang der 90er Jahre, auch wenn draußen Reha-Sport dran steht. Eigentlich leben wir hier das Bodybuilding, so wie es früher gelehrt wurde, Oldschool. Und sind heute hier immer noch viele aktive und das ist so der Hauptgrund. Der Reha-Sport ist unser Haupterwerb, alten Menschen so ein bisschen die Lebensqualität wieder zurückgeben. Hat ja auch mal mit dem Bodybuilding angefangen und so immer das eben dann und so weiter. Weil wir sehr viel Wert auf Betreuung legen. Wir beide mit Bonny ist ja hier, wir haben uns jetzt die letzten 5 Jahre immer sehr intensiv auf Wettkämpfe vorbereitet. Er nun als Weltmeister. Ich konnte letztes Jahr nochmal in Masters nochmal deutscher Meister werden. Ja, und so arbeiten wir hier und freuen uns, wenn immer hier so eine Bodybuilder hier immer wieder. Wenn wir die immer wieder zu Gast haben dürfen und ja, dann machen wir das hier. Und wo soll er doch immer bleiben? Also. Vor allem die Trophäensammlung haben wir ja vorher schon ein bisschen gehabt. Hier steht er, der Meister der Trophäen. Naja, ich mache das ja schon. Ich habe noch die letzte DDR-Meisterschaft sehr mitgemacht. Also man sieht, dass ich da schon sehr lange bei bin. Ich habe ja auch schon das Alter. Also. Aber ist okay. Funktioniert immer noch gut. Jetzt machen wir den nächsten Teil vom Rückentraining. Genau. Und wir werden noch öfter zu Gast sein hier auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, gut. So, auf geht's. B8-1. Der Mann hat hier vor kurzer Zeit, sieht man die Narbe noch, einen Trizepsabriss gehabt. Ist trotzdem schon wieder gut dabei. Ja, wie Marco schon sagt. Ich habe mir Ende letzten Jahres hier den Trizeps abgerissen, direkt auf der Meisterschaft, bei einer Parkür, als ich meine Partnerin über den Kopf stützen wollte. Von daher fange ich erst wieder gerade mit dem Training so ein bisschen an. Hatte eben Monate nur Reha-Training, nur mit einer Seite. Aber okay, für den Zeitpunkt ist alles in Ordnung. Wir bleiben dran, es wird wieder alles besser. Ja, Respekt, dass du überhaupt schon so drauf bist wieder. Das ist okay. Ja, dauert, aber... Kämpfer bleibt auf jeden Fall, ist so. Wird schön. Los, Markus, hier kommt letzter Satz. So nochmal halt raus. Komm. Bewegen zu schwere Gewicht. Wenn jetzt die Fühle im Rücken nicht kommt, trainiert man auch nicht den Rücken. Aber ich sehe mal davon, dass wir heute Reha-Training machen. Für mich achten wir natürlich auf die korrekte Technik. Das heißt, wirklich das Öffnen der Schulterblätter und nachher die Kontraktion. Wenn du die nicht hast, hast du auch nicht Rücken trainiert. Das zeige ich nochmal gleich an Markus Beispiel. Was auch cool ist, beim schwersten Satz, solche Dinger hier, kann man einhaken, dann sieht man automatisch nur mit Ellbogen, hilft. Und das ist eine coole Sache. Stört nicht den Training, einfach so eine Stange halten, fertig. Okay. So, hier können wir es übrigens schön sehen.
Öffnen der Schulterblätter, Kontraktion. Kontraktion des Rückens findet immer im Hohlkreuz statt. Falls aber irgendjemand hört, der sagt, oh, das findet im Hohlkreuz. Rückentraining endet im Hohlkreuz, andererseits kannst du den Muskel gar nicht kontrahieren. Ja. Wie ist das eigentlich so für dich? Was hältst du? Trainierst du den Muskel öfters für einmal die Woche? Oder? Also ich trainiere jeden Muskel nur einmal die Woche. Halte ich für mich am sinnvollsten. Hat ja auch mit der Regeneration zu tun. Muskeln wachsen nur in der Regenerationszeit, nicht wie viele denken, oh, im Training. Wenn ich die Regeneration nicht einhalte, wächst der Muskel also auch nicht. Und die meisten Leute sind gar nicht in der Lage, das zu tolerieren. Der Körper kann diese hohe Trainingsfrequenz nicht tolerieren. Bedeutet, er ist nie ausgeruht und damit aber ist er auch nie im richtigen Muskelwachstum. Also, wir müssen aber dazu sagen, wenn ein Normaltrainierender, der jetzt Ganzkörper wie eine Frau, die macht 2-3 Tage Ganzkörper, ist was anderes. Wir reden hier vom Bodybuilding. Bodybuilding, Muskelaufbau. Wer den Muskel richtig hart trainiert, der braucht die Regeneration. Das ist da endlich mal einer meiner Meinung. Ja, finde ich interessant, auf jeden Fall. So, Markus, komm. Finaler Satz. BCAAs oder EAAs bei dem Training. Ich selbst trinke eigentlich nur klares Wasser, stilles Wasser bei dem Training. Ja. Hier sieht man es wieder, ganz, ganz wichtig, auch gerade nicht die Technik, die mir wichtig ist. Ja. Ganz wichtig, dass der Rücken immer ordentlich stretcht und kontrahiert wird. Ist das Gewicht zu schwer? Wir machen eine halbe Wiederholung. Kein Training. So, jetzt machen wir ein bisschen Kabelüberzüge. Die Übung bietet sich immer an. Wenn man gerade schwer gerudert hat, da auch der Bizeps beim Rückentraining mit involviert ist, um dem Bizeps jetzt ein bisschen Ruhe zu gönnen, isolieren wir jetzt mit der Übung wirklich den Rücken einzeln. Bietet sich also immer an, wenn ihr schwer trainiert habt, nicht mehr so viel rudern könnt. Kurze Pause für den Bizeps. Kabelüberzüge. Zwischendrin noch machen, wenn du schon wirklich sehr erschöpft bist, kannst du wirklich noch mal richtig schön isolieren und mal ausbelasten. Ich finde, also, das richtig isoliert im Land. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, alternativ wäre jetzt wirklich noch eine Überzugmaschine. Man könnte natürlich mit Kurzhanteln Überzüge machen. Da ist aber wieder auch immer eine Frage der Technik. Ja, und die Technik ist wirklich sehr, sehr schwer. Viele finden da halt nicht den richtigen. Und ich bin ehrlich, was das betrifft, ein fauler Hund. Da musst du wieder die Hand holen. Ja, dann musst du wieder das Verletzungsschutz. Ja, und jetzt kommen wir ja zu dem Ding bei uns. Ich meine, wir sind ja schon über 40. Verletzungsrisiko, ja,
wie schnell geht's? Das haben wir es gemerkt. Und da ist sowas natürlich ideal. Ich habe viele kleine Baustellen. So, ja. Ja, generell, es kommt halt so, aber man kann auch mehr rumtrainieren, sagen wir mal. Das Training aufhören ist ja immer das Schlimmste an der Sache. Dann wird es ja nicht besser. Das ist ja selber. Wichtig ist, dass Spaß macht. Auf jeden Fall. Und wie findest du das Studio so hier? Das ist ja was ganz anderes als zu den Ketten, ne? Also die Oldschool-Maschinen, das ist halt noch was komplett anderes, auch die Leute, die hier trainieren. Schon ganz geil, viel zu wenig in Berlin, würde ich sagen. Also, ist das Video oder Foto? Das war jetzt ein Video. So. So. Das wird mit reingeschnitten. Markus kommt, letztes Video noch. Ja. Dann müssen wir für heute auch durch sein. Für unser Reha-Training. Und dann geht's zu unserem Eiweißbier. Dieses Sixpack wurde geformt vom Bier. Kann ich nur zustimmen. Gehört auf jeden Fall dazu, egal ob du jetzt da definiert bist oder nicht. Also, scheiß drauf, du musst dich wohlfühlen. Wer ein Sixpack sehen will, der muss einen anderen Kanal gucken. Schöne Luft bei der Klinik, ja. Nur Wasser. Also wenn man das mal machen muss, die sitzt eigentlich jeden Tag. Ja. Und diese Dinger kann ich euch echt ans Herz legen. So, jetzt machen wir einen kleinen Formcheck. So, ich als Hobbypumper und ja, jetzt gucken wir einfach mal für euch, machen uns ein bisschen nackig. Ja, aber zerhob mich nicht gleich. Ich trainiere erst seit kurzer Zeit wieder. Da gibt es ja diese T-Shirts, bierformt diesen Körper. So, meine Reisetasche hier wegmachen. Na gut. Fettgehalt von jenseits gut und böse. Von hinten vielleicht? So, den Bauch lasse ich weg, weil den habe ich nicht. Ich habe einen schönen Wandbeck. Schöne schlanke Beine. Nicht so schlecht, der Reh sehen. Aber man beachte, andere haben Wadenmuskeln, ich habe ein Tattoo. Ich liebe es. Das, was es zeigt, liebe ich. Schauen wir uns mal an. Ja. Jawohl. Und das da herüben ist das steirische Wappen. Original ist es in grün, aber ich habe so, da bin ich geboren, da komme ich her. Und das mache ich gerne. So. Ja. Großes Dankeschön fürs Training und
Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Daumen nach oben wäre cool und liken, teilen, dass wir noch viel machen können. Abonniert das Lokal, wollte ich schon sagen. Wir sehen uns. Bis nächste Woche.